Currys, Bowls, Salate. Gesunde Gerichte zum Selbstmixen. Dahinter steckt er, Ex-Slalomstar Thomas Sikora. Es ist bereits sein zweites Restaurant in Oberösterreich. Bowls, also die warmen Bowls, sind, du kannst zuerst aussuchen, die Basis. Entweder Reis, Quinoa, Nudeln oder Kokosreis. Ja? Und dann drauf kommt der Taste. Ja? Und das sind dann einfach eben alle unsere Gerichte. Das Schöne daran ist, man kann mixen, alles wie man will. Das Gastronomiekonzept kommt vom Salzburger Heiner Raschhofer. Thomas Sikora hat sich sozusagen dafür beworben. Ich wollte ihm das eigentlich ganz schnell ausreden, weil ich gesagt habe, so ein bisschen nebenbei geht nicht, sondern wenn, dann muss man es gescheit machen und du wirst dich sicher nicht reinstellen und da selber arbeiten und Salate machen und Curry schöpfen. Und er hat gesagt, doch, würde ich. Dann haben wir gesagt, naja, das wird sich schnell erledigt haben. Es hat sich nicht schnell erledigt, er macht es wirklich, er macht es mit Begeisterung, er steht voll dahinter. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihm, vor allem gesundes Essen hat ihn immer schon fasziniert, interessiert und war natürlich ein Teil unseres Berufes. Und nein, ich wünsche ihm alles Gute, es ist irrsinnig lässig geworden, schön und cool, dass er das macht. Es stimmt schon, dass man sehr mutig sein muss, dass man an sein Konzept glauben muss und auch unternehmerisches Risiko trägt. Und dass es in Zeiten, wo wir in einer veritablen Wirtschaftskrise sind, etwas ganz Besonderes. Und deswegen bedanke ich mich auch bei allen Unternehmern, auch hier bei Herrn Sikora, dafür, dass dieser Mut hier umgesetzt wird. Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Alle Speisen sind ohne künstliche Zusätze. Ich selbst esse auch gern Fleisch, aber man geht halt zum guten Fleisch und nicht zu irgendeinem Fleisch. Und wenn man vegan zur Auswahl hat, ja, warum kann man es nicht mal probieren? Manchmal ist auch das sehr gut, man muss nicht immer Fleisch haben. Also diese Auswahl, diese Vielfalt macht es, glaube ich, aus. Ich glaube, jeder, der 2020 noch keine Bowls isst, ist ein bisschen an der Zeit vorbei. Super gerne, man kann es ja ganz individuell zusammenstellen, wie man eben bei MyIndigo sieht. Ich finde das total spannend, wenn man selbst sein Essen ein bisschen im Griff hat. Neben der Restauranteröffnung fanden auch Modenschauen hinter Schaufenstern statt. Trends der Saison im Einkaufscenter und Foodtrends am Teller im neuen MyIndigo in der Lenzia City.